Es geht weiter. Upsi. Ich hatte ja eigentlich gesagt, wir machen eine Base-Build-Folge, aber ich möchte jetzt einfach, so, hier sieht er noch gar nichts. Hier ist meine Leiche zurückgelootet quasi. Mal den Helm getauscht und schaut euch an, wir haben fast 9 Minuten mehr erstmal Zeit. Uah. Dieser asoziale Pilz schon wieder. Oh. Hier müssen wir nach oben. Das wird nochmal lustig. Wir klettern jetzt hier nach oben. Ich glaube, wir müssen einmal rum und dann kommen wir von der anderen Seite hoch. Um das Gerber-Ding zu kriegen. Also ich denke mal, dass es zum Gerben ist. So. Ja, an manchen Stellen ist es zu tief gesetzt. Okay. Gut zu wissen. Lass mich nächstes Mal, wenn ich runterfalle, nicht wundern. Also ich hoffe, wir müssen... Oh, fuck. Ich hoffe, wir müssen überhaupt in die Richtung her. Nicht, dass es wieder so verzweifelt ist. Oh Gott, hier ist ein Weg. Gut, wir lassen kurz die Ausdauer wieder hochticken. Betrachten diesen wunderbaren Helm, der mich immer noch an Skyrim erinnert. Weiß auch gar nicht warum. Ich glaube, da gab es genauso eine hässliche Rüstung. Also zumindest der Helm. So, wie kommt man jetzt da hoch, Leute? Da ist eine Brücke. Alter, diese Strecken hier. Also das neue Areal ist, wirklich, ich würde sagen, speziell. Aber ist auch gut, dass es nicht so einfach ist, ansonsten würden wir einfach, boah, hier durchrennen. Mann, du, lass mich in Ruhe. Wow, ist sogar hier mit reingekommen. Die auch irgendwann mal aufhören, einen zu verfolgen? Nee, anscheinend nicht. Aber jetzt kommen noch mehr von denen. Ich hab das Gefühl, dass die Höhle einfach nur im Kreis geht. What the fuck? Ja, kämpft schön gegen den Pilz. Wir brauchen ein bisschen Ausdauer hier. Ja. Ich möchte ja gar nichts von euch. Ich möchte nur hier hoch. War das gerade Eisen? Das müssen wir uns auf jeden Fall angucken, ob das Eisen war oder nicht. Oh, die sind schon Level 20. Ich denke mal, wir müssen mal wieder... Ja, geht ruhig zurück, Leute. Nicht so schlimm. Ich muss nur kurz gucken, ob das hier Eisen ist. Sieht nämlich ganz so aus. Ich warte. Unser Rucksack ist immer noch voll. Die tragen wir eh nicht. Zinnerz. Neues Schild, aha. Große Truhe. Leute, da müsst ihr jetzt durch. Ich muss das hier mitnehmen. Mindestens 20 Stück. Bronzebarren. Ich habe mich nämlich gerade die ganze Zeit gefragt, wann wir endlich Bronze schmelzen können. 6 haben wir erst. Eieiei. Wir hätten doch zuerst die neue Hacke machen müssen. Aber das... Holen wir jetzt gleich alles nach. Oder kommen wir einigen uns auf 10? Einigen wir uns auf 10? Vielleicht können wir mit 10 auch schon was anfangen. Wenn nicht, muss ich nochmal offscreen ein bisschen farmen gehen.
Ich hoffe, wir kommen jetzt hier oben raus und nicht wieder auf so eine Zwischenstation. Leute, ich habe doch keine Ausdauer. Lass mich durch. Hier geht's jetzt wieder rein, okay. Sehr verwirrend. Mal wieder Spinnen hier. Hier ist einfach gar nichts. Okay. Okay, langsam können wir mit unserem kleinen Curry-Picker, hier ist gar nichts drin, Alter. Mit unserem kleinen Curry-Picker gar nichts mehr ausrichten hier. So, jetzt dürfen wir das hier nicht, hier dürfte es eigentlich hochgehen und dann darüber. Aber hier sieht alles immer ein bisschen anders aus. Miasma, Freunde sind auch gespawnt, sehr gut. Zuckerrohr. Ich habe mich diesmal nicht geirrt. Hier war sogar ein Weg. Und folge dem Weg. Ist Gott sei Dank nur ein Haus. Lauter Viecher. Ich denke mal, dass wir mal kurz das Haus abchecken. Ist natürlich wieder assi, dass wir die... Haben wir noch einen Nachttrank? Hallo. Ja, haben wir sogar noch. Sehr geil. Als ob wir es vorbereitet hätten. Haben wir natürlich nicht. Nägel. Rucksack ist voll. Ja, das ist, wir können jetzt auch die letzte Rucksackreihe bauen, glaube ich. Was ist das hier? Ja, alles so wichtig. Alles ist wichtig. Kalkstein hört sich an, als ob's Mehl. Es wird wirklich immer verrückter mit den Crafting-Sachen. Ich denke mal, dass wir hier sowieso noch mit einer Quest hinkommen. Aber wir können ja trotzdem schon mal schauen, was hier so abgeht. Ich habe die Kiste schon gesehen. Ja, weiß ich nicht. Bogen mit 30 hört sich schon gut an, aber ist auch nicht legendär, ne? Wir haben jetzt eine Aufgabe. Ich lasse mich schon wieder ablenken hier. Man kommt hier nämlich. Kommt hier nämlich nicht voran irgendwie. Das sieht doch schon mal aus wie die richtige Richtung hier. Hier bleiben. Wir können jetzt gleich eh einen Brunnen bauen dann, wenn wir in unserer Base-Building-Folge angekommen sind. Ich denke mal, das hier wird eine relativ kurze Folge, also hoffe ich zumindest, dass wir jetzt gleich hier... Der Rucksack ist voll. Keine Pfeile mehr. Dieser kleine Frechdachs. Hallo. Wo waren wir denn hier gerade? Ja. Cyber können wir ruhig noch ein bisschen mehr mitnehmen.
Kann man das nicht gleich benutzen hier? Mann. Nicht so wichtig. Wir benutzen eh viel zu selten den Quatsch. Oh, hier hat jemand Blöcke verloren. Kettenbombe. Wenn ich jetzt wieder rausfinden würde, wo man diesen den Quatsch craften kann. Aber ich werde es noch rausfinden. Zur nächsten Folge haben wir auf jeden Fall die Bombenkombo gecraftet. Wie ist das eigentlich, wenn man da runterfällt? Ist man dann. Naja. Normaler Steinblock. Nice. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Dafür löschen wir jetzt mal die Teile hier. Ja. Neuer Block. Neues Glück. Standort ist oben. Wir pullen jetzt einfach mal alle hier, ja. Letztes Mal auch so eine gute Idee von mir. Das sieht doch aus wie so eine Mutti, die hier schon wieder das Zeug runterwirft, oder? Ja, tatsächlich. Wir haben keine Pfeile dabei. Das ist doch toll. Scheiße. Müssen wir mal schauen, wie wir die jetzt. Oh, Level 20. Alter. Über Level 20 und er kommt einfach und will mich umbringen. So, einmal hochheilen. Haben wir jetzt wirklich gar keine Pfeile mehr? Die paar, ja, super. Ich denke nicht, dass wir mit 7 Pfeilen weit kommen, aber wir haben noch einen Haufen Bomben. Oh oh. Er lebt immer noch. So ein Ding haben. Ach Scheiße. Scheiße. Muss ich hier verstecken? Ich nicht. Natürlich krass, ja. What the fuck? Wie haut denn bitte dieser Säureblitz rein, Junge? Was ist denn da los? ...84 Schaden die Sekunde. Das ist ja mal ein bisschen übertrieben. Ich habe gerade gedacht, wir müssen jetzt hier 20 Minuten lang irgendwelche Sachen machen. Wir müssen noch ein bisschen Zeug verschwinden lassen hier. Was ist denn hier überhaupt nicht wichtig? Es ist einfach alles wichtig. Top, die scheiß Eier. Können wir die nicht hier hinziehen? Ja, da haben wir auch nichts gewonnen.
Was können die? Zauberstabschaden. Ja, nice. Schneiden wir mal die Hacke, die können wir eh wieder nachcraften. Wie viel Metallschrott habe ich denn hier eigentlich dabei? Sieht das einer? 50. Was kann noch weg dann? Haben wir noch einen Kopf von der Plünderer-Mutti? Boah, ich habe gar nicht wahrgenommen, dass das das Gerät ist, das wir mitnehmen müssen. Die Gerbereistation muss genau gebaut werden. Ach komm, 40 Schaden auf so ein... auf so ein Billigteil, Alter. Ja, ich lasse das Scheißding trotzdem hier, ja. Müssen wir trotzdem noch einen Inventarplatz freimachen. Wir benutzen einmal den Leuchtetrank. Jawohl. Wir können endlich Leder herstellen. Das war das Ziel. Hier war nichts mehr in der Nähe, wa? Mit Quest oder so. Der schwarze Kessel muss einfach warten. Das ist viel zu weit draußen und das hier sowieso. What the fuck? Ja, dann können wir jetzt halt nach Hause reisen und unseren Umzug vorbereiten. Bin mir noch nicht sicher, ob wir unsere Kollegen alle mitnehmen. Aber ich denke mal schon. Ja, kommen wir reisen mal schnell zurück. Schließen die Quest ab. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, noch ein bisschen was herzustellen. Aus den Dingen, die wir schon haben. So, erstmal möchte die hier ihre Station haben. Ist ihr kleiner Kabuff hier so wie zu klein. Jetzt wirklich geschafft, ja. Mittelgroßer Rucksack. Hier ist der große Rucksack, dafür brauchen wir Leinen und Leder. Jetzt stellen wir erstmal schnell den Gerbereitisch auf. Alter, ist das Ding riesig, Mann. So, der Gerbereitisch braucht getrocknetes Fell, Salz. Nein. Ich hab's gewusst. Wir müssen diese riesen Pilze farmen. Ach, Bruder. Salz. Jetzt habe ich die ganze Zeit das scheiß Salz weggeschmissen. 15 Leinen. Wo sind die Leinen hin? Hier war Salz, glaube ich, ohne Ende. 100. So. 50. 100. 2 und 10 getrocknete Fell. Jetzt drücken wir uns mal die Daumen, dass wir das getrocknete Fell auch am Start haben. Getrocknetes Fell. Warte mal, machen wir mal so hier. Ich kann es nicht erkennen. Jetzt wird es natürlich spaßig in den Kisten hier, die ich im absoluten Chaos versinken lassen habe. Aber ich glaube, ich habe doch 50 Stück sogar. Junge, Junge, Junge. Jetzt können wir einmal 10 Leder herstellen. Ich hoffe, das reicht für den Rucksack. Schauen wir mal schnell rein hier. Der große Rucksack. Nee, großer. Wir brauchen tatsächlich 5. Haben wir sonst noch was Neues? Den großen Rucksack ist eh ein Quest. Teppiche können wir jetzt noch machen aus Leder. Die sehen ja sauhässlich aus. Das hier. Geil. Der Kollege oben möchte auch noch was. Monstrositätenkopf. Was hat denn mein Kollege hier? Sonnentempelgeschichten. Okay. Wurde halt verflucht, ne? So, die große
Magische Truhe können wir bauen, wenn wir die große Truhe bauen. Und dafür brauchen wir Bronzebarren, Nägel und Holzbretter. Was gibt's sonst noch Neues? Das Banner hatten wir letztes Mal. Und der Wasserbrunnen, immer noch. Jetzt holen wir die verdammten Leinen. Und das ist das Erste, was wir in unserer neuen City bauen. Wir brauchen hier eh nicht... Brauchen wir das überhaupt noch? Läuft der jetzt schon? Gut. Brauchen wir nicht. Es geht einfach. Es geht einfach so. Wir wollten aber nur hoch zum Schmied. Zum... Ah. Brauchen wir auch zwei Leder. Dann können wir tatsächlich den 200% Reichweite... Dann können wir doch beides jetzt noch machen. Und hat er sonst noch was Neues? Den Wasserbrunnen. Brauchen wir jetzt für den Gleiter Leinen. Zwei. 20 Leinen. Egal, wir bauen jetzt erst den. Wo ist er da? Nice, jetzt können wir unendlich viel Wasser holen. Ich möchte sie jetzt. Paula Zauber. Ja, funktioniert ja, beschützt Toten, aber... Alles klar, so gruselig. Das heißt einfach nur Energie. 20 Ausdauerregeneration, what the fuck. Okay, das ist ja mal übertrieben OP. Den Ofen wollten wir bauen. Gebrannte Ziegel und Lehmklumpen. Ich hoffe, da oben ist noch nicht alles gebrannt, aber ich denke schon. Nee, ist noch nicht alles gebrannt. Nice. Dann wollen wir doch den Ofen noch bauen. So, das geht ja mit dem Eimer noch nicht. Ja, back off. So, das packen wir jetzt hier rein, damit wir es nicht vergessen. Schauen wir mal, wie weit das Leder ist. Achso, es dauert noch 10 Minuten dauert das. Pass auf, Leute. Ich würde das vorbereiten. Den Rucksack und den Gleiter. Dann in der nächsten Folge hole ich euch dazu, wenn ich alles vorbereitet und zusammengepackt habe, dass wir die Anfangsbase in der neuen Welt bauen können. Und dann ist die nächste Folge halt einfach craften und bilden. Und danach wird weiter gequestet, weil ich schau mal kurz, wenn ich jetzt hier bei ihr die Keule. Ich wollte jetzt tatsächlich erstmal kurz schauen, ob das eine Einhänderwaffe ist. Ne, ist eine Zweihänderwaffe. Nice. Handtisch. Wie lang ist die? Da ist die Drehung, die wir wollten. Das hier ist eine Einhandwaffe, denke ich mal. Aber da ist irgendwas mit dem Schild nicht richtig. Kann das sein? Weil er blockt ja trotzdem. Also. Vielleicht checke ich so einfach nicht. Das heißt, wir traden jetzt noch schnell. Hat 37. Schnittschaden, Giftschaden. Wucht, Mana-Raub. Miasma-Schaden, Wuchtschaden.
Wir nehmen mal den Kollegen hier. Jetzt haben wir alles verbraucht. Jetzt können wir natürlich unsere Hauptwaffe nicht upgraden. Aber wir nehmen jetzt einfach den Kollegen mit und die Keule. Und der Rest bleibt in der Kiste. Haben wir noch Platz in unserer Equipment-Kiste? Natürlich nicht. Gewöhnlich. Ach, was. Wieso können wir das eigentlich zerlegen? Das freut mich schon die ganze Zeit. Das heißt, so viele Bögen hier zerlegen, den Scheiß. Brauchen wir da eh nie. Die haben wir doch auch noch einen cool gefunden hier, oder? Wie hat denn unserer hier? 40. Ist das auch ein großer? Fernkampfwaffe. Waffe für mittlere Entfernung. Jetzt sagt mir nicht, dass ich zwei Zauberstäbe einpacken will. Oh mein Gott. Naja, wir checken das mal ab. Nicht, dass es wieder heißt, wir haben es nicht ausprobiert. Der kann jetzt auch weg. Ich habe jetzt gesehen, dass wir den auch in Insane bekommen. Säurespalte hatte ich eigentlich extra zwei geholt, aber den kriegen wir bestimmt auch nochmal in richtig gut. So, jetzt haben wir Platz hier für den Kollegen, der uns 100 Jahre begleitet hat und den hier. 51 hat er aber. 55. Warnerraub, Stichschaden, Schnittschaden. Wir testen es mal aus. Wenn es kacke ist, dann tauschen wir wieder zurück. Der Helm hat auch tatsächlich ausgedient, leider. Aufgrund seiner Miasma-Zeitschafe. Der Schlüssel kommt jetzt auch darin. Den brauchen wir eh nicht. Den hier heben wir auf. Den anderen schmeißen wir weg. So. Jetzt bin ich mir unsicher mit diesem Teil. Ich pack's erstmal in die Kiste, auf dass wir es vergessen. So. Ja, jetzt haben wir noch 6 Minuten auf der Uhr. Ich wollte gerade sagen, wir gehen noch schnell Wasser holen. Aber wir haben hier jetzt einen Brunnen. Schaut euch das an. Bin ich mal gespannt, wie viel Wasser man da rausziehen kann. So. Ich denke mal, dass er dann wieder hochticken muss. Jetzt gab es einfach nur eins. Ach so, okay. So. Was haben wir denn hier hinten eigentlich nochmal geplant? Wenn nicht, wir wollten ja noch die Setzlinge schnell reinballern hier. Hol das auch raus aus dem Rucksack. Indigo haben wir hier. Das hier wollten wir reinknallen. Salbei. Ne, wir machen jetzt hier Heubusch. Was ist jetzt über Zucker? Da ist er doch. Was ist da? Knochenstaub. Vielleicht haben wir da was. Knochenstaub. Ja, werden 5 hergestellt. Und Salbei. Fossilen Knochenstaub haben wir vorhin tatsächlich, oder den fossilen Knochen, den haben wir vorhin tatsächlich gefunden. Was war das jetzt hier? Salbei. Wo wir den abbauen, und das ist so ein Riesenstück, da können wir mit der neuen Spitzhacke dann. Aloe Vera Seeds. Mir zu blöd. Ist das nicht alphabetisch sortiert? Nee. Ist das hier noch nicht drin? Braucht man dafür den Eimer nach? Oder. Dann lassen wir es erstmal so. Den brauchen wir nicht. Mehl haben wir noch nicht gefunden gehabt. Keine Ahnung. Wir setzen jetzt mal den Indigo noch mit hin. Und dann dürfte das eigentlich durch sein. Dann können wir das tatsächlich noch in dieser Folge abschließen. So. Können wir ja mal schauen schnell.
Wenn wir den. Wir craften zuerst den neuen Gleiter. 3 Minuten, weil ich wollte mal was nachschauen, ob wir jetzt hier was anderes schmelzen können. Tatsächlich noch nicht. Das neue Magieschild. Freischild. Wenn es dann auch eine andere Farbe hat, dann würde ich das auf jeden Fall machen, ja. Schmelztiegel. Bei ihm kann man einfach alles herstellen. Wo war denn hier die... Ach hier. 5 Bronzebarren. Schau mal hier, wir haben doch Bronze. Nee. Ist das hier? 20 brauchen wir da auch und Holzsäure. Kupferbarren und die Zinnbarren. Das heißt, es wird eine riesen Produktionskette schon wieder. Gut zu wissen. Was brauchte man noch? Holzsäure und Kohle. Hier kommt man in die Fressenskiste. Essen. Minzpilzfleisch. So, Zauberstäbe. Den Muttikopf, den wollen wir auch noch loswerden schnell. Vielleicht können wir uns da dann den Bronze-Muttikopf machen. Ja, ich werde dann... Das haben wir alles, mehr brauchen wir davon nicht. So. Immer noch Platz für die Baublöcke. Das ist ein riesen Zaubertrank hier. 800 Leben. Nice. Zuckerrohr ist auch noch wichtig. Wir nehmen mal die Tierfelle mit zum Trocknen. Und lassen die gleich durchtrocknen, weil ich denke mal, dass wir jetzt für eine normale Tierfelle sowieso nicht mehr brauchen. Können wir noch Zuckerrohr machen. Bestimmt brauchen wir dafür auch Farmboden und Wasser. Das haben wir doch eigentlich. Oder? Farmboden. Wasser haben wir eingesammelt. Farmboden. Auch wenn es nur 6 sind, aber es reicht ja erstmal. Wieder schöpfen. Tatsächlich. Ich werde jetzt hier einfach 1 Stunde lang stehen und Wasser schöpfen. Zwei, vier, sechs, sieben, acht. Na, einer fehlt. Naja, egal. Hier los. Wasser und Fossilas. Bin ich diesen Knochenquatsch gefunden gerade? Warte, das habe ich in die andere Kiste rübergeladen. Fällt mir gerade auf. Wo sind die fossilen Knochen? Hier. Die können wir vielleicht gleich grinden. Im Grinder. Oder wir müssen erst die Kessi-Quest machen. Könnte ich mir natürlich... Nee, müssen wir nicht. Gut, das dauerte auch 10 Minuten. Das ist ja der Wahnsinn. Das Köpfchen vom Äffchen wollen wir noch loswerden. Damit wir im Crafting-Menü da auch rankommen. Dietriche, Pfeile. Das wollen wir noch ablegen schnell. Braucht man hier nur Salz, oder? Salz hier drüben. So. 186 Tierfell. Wir brauchen mehr Salz jetzt. Dann müssen wir alles Salz nehmen. Das heißt, ich muss das erste Mal seit 40 Stunden nochmal in die Salzmine, um Salz zu farmen. Über dem Design immer total übertrieben. So, jetzt müsste der Quatsch da hier durchgelaufen sein, oder? Sehr gut. C11 haben wir jetzt. Jetzt müssen wir uns den Gleiter zuerst. Der Gleiter. Wir können herstellen. Wir brauchen die alchemistischen Grundstoff, Leinen, Leder und Miasmaholz. Let's go. Da ist er auch schon. Wir testen ihn noch 150 Reichweite. Wir fliegen auch gleichzeitig schneller. Nice. Jetzt
müsste eigentlich noch genug da sein, um den Rucksack zu machen. Und wir haben den Rucksack, let's go. Das heißt, ich packe jetzt offscreen einfach nur... Alter, guckt euch den Unterschied an. Einfach eine Reihe mehr. Es ist einfach ein Rieseninventar jetzt. Nice. Ja. Hey. So, die Equipment-Truhe ist, denke ich mal, voll, oder? Nee, die hat noch zwei Spots frei. So, der Gleiter kann da rein, der alte. Was machen wir mit ihm hier? Hm. Wir... Nee. Hm. Ich glaube, wir finden sowieso dieses Schwert. Gibt es ja in der Höhle, wo wir am Anfang immer gefarmt haben. Von daher. Das Leder kommt jetzt hier rein und der Trank auch. Ja. Cooles Schwert. Leider ist es zu schwach. Ich würde es ja gerne benutzen. Jetzt sollten wir uns noch kurz den Zauberstab hier angucken. Was ist das denn, Alter? So, wie war das jetzt nochmal? Minzfleisch, fossile Knochen, Funken, Ammonika-Drüse, Heubusch, Zinnerz und den Kopf, nicht da auflegen. So. Wir probieren jetzt nochmal den Glitch aus. Am höchsten Punkt einfach hinlegen drücken. Das war zu spät. Das war auch zu spät. Warte mal, müssen wir hier so... Hier am höchsten Punkt, Mann. Komm, wir kriegen das hin. Wir haben es vorhin aus Versehen gemacht. Oder geht das nur bei dem einfachen Bett? Ja, jetzt hat es geklappt. So, jetzt liegen wir hier mal hoch oben und beobachten ihn dabei und schauen mal, wie hoch wir kommen, und dann können wir von da oben unseren Gleiter ausprobieren. Da bin ich mal gespannt, wo wir uns hinbewegen können. Und habe ich jetzt irgendwas Wichtiges dabei? Wenn man nämlich so weit oben stirbt, weiß ich, dass so weit oben dieser Grabstein auch hängen bleibt. Der wandert nicht nach unten, der bleibt genau da oben. So. Ja. Der Glitch funktioniert tatsächlich immer noch. Das heißt, ihr springt einfach. Also man kann es machen mit einem Doppelsprung an der höchsten Stelle über dem Bett und dann einfach E drücken. Dann legt er sich hin und fängt einfach an zu schweben. Was ziemlich lustig ist eigentlich. Und dann, kackt das Spiel ab. Let's go. Ja, geil. Ja. Ich würde einfach die Folge so beenden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!